Großeinsatz für Wasserschutzpolizei und technisches Hilfswerk. Bei einem Ölunfall am Braker Hafen gelangen am Montag etwa 300 Liter Dieselöl in die Weser. Beim Bebunkern eines ca. 90 Meter langen Küstenmotorschiffes am Niedersachsenkai kam es zu einem sogenannten Overflow. Dieselöl lief aus dem Tank, ehe der Tankvorgang gestoppt werden konnte. Wasserschutzpolizei und die Betriebsstelle Brake des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz benachrichtigten das Technische Hilfswerk Nordenham. Wir haben das THW informiert, in dem Fall den Ortsverband Nordenham. Die haben dort eine Fachgruppe Ölschadensbekämpfung. Die gibt es nur zweimal in Deutschland. Wir haben das Glück, dass eine davon hier in Nordenham ist. Und das THW hat dann mit der Bekämpfung begonnen, hat das Öl, das auf der Wasseroberfläche schwamm, mit modernen Trugskimmern eingefangen, es in einen Vorlagebehälter gepumpt und von diesem Vorlagebehälter aus wurde es dann von einer Fachfirma entsprechend entsorgt. Zeitgleich kam Sorbentmaterial zum Einsatz. Dieses dient dazu, das Öl zu binden und so den Teppich einzudämmen. Insgesamt nahmen die 20 THW-Mitarbeiter 10.000 Liter Öl-Wassergemisch auf, das entsorgt werden musste. Doch trotz der enormen Menge an ausgetretenem Öl, große Gefahr bestand für die Umwelt nicht. Es gibt natürlich verschiedene Ölsorten. Hier ist Dieselöl oder Gasöl in die Umwelt gelangt. Das ist relativ leichtes Öl, was gut auftreibt, nicht so leicht in Emulsion geht und, muss man bei so einem Unfall sagen, zum Glück auch relativ schnell oder zu einem großen Teil verdunstet und somit aus dem Gewässer entfernt ist. Während die Einsatzkräfte das ausgetretene Öl unter Kontrolle brachten, gingen die Beamten der Wasserschutzpolizei der Ursache des Unfalls nach. Die Ermittlungen an Bord haben ergeben, dass der 58-jährige lettische Staatsangehörige, der verantwortliche Chief Ing, fahrlässig eine Gewässerverunreinigung begangen hat, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und dem Amtsgericht Oldenburg wurde gegen den Beschuldigten eine Sicherheitsleistung angeordnet in Höhe von 3.300 Euro. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat die Ermittlungen gegen den Schiffsingenieur aufgenommen. Das unter der Flagge Antiguas fahrende Küstenmotorschiff konnte indes noch am selben Abend dank des schnellen Eingreifens des THW aus dem Braker Hafen auslaufen.